Hallihallo, hallöle Leute, da sind wir wieder, das Anton und der Döskopp, und wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Sonntags. Nee, jetzt hab ich's verkackt. Zu einem weiteren Adventure-Sonntag, so rum. Oder Sonntags-Adventure, geht ja auch. Wieder mal bei Sam & Max, immer noch in Staffel 2 und immer noch in Episode 2. Ja. Bevor es losgeht, muss ich jetzt erstmal was loswerden. Für die, die sich das hinterher auf YouTube angucken, wenn ich dann die Folgen dazu zuschneide, die werden sich wundern, warum jetzt schon wieder ein neuer Stream angefangen hat. Wir waren doch gerade noch bei diesem Minigame, was ich nicht ganz schaffen konnte. Ich habe so 15 Minuten oder sowas, hat mir das versucht in der letzten Folge. Und dann habe ich gedacht, ich guck mir das jetzt mal an in Ruhe mit dem Stream und wir machen das schon irgendwie, ne? Jetzt muss ich mal eine ganz, ganz große Zusammenfassung machen. Wir haben dann ungefähr 3 Stunden noch mit diesem Minigame verbracht. Ohne Witz. 3 Stunden. Das wird nicht in den Folgen auftauchen. Diese Aufnahmen, die ich dazu gemacht habe, die werde ich löschen. Beziehungsweise die werden nicht hochgeladen werden. Die werden nicht rauskommen, weil die einfach sinnlos sind. Die waren dann einfach nur verschiedene Sachen, die wir probiert haben und dies und das und jenes. Kurze Zusammenfassung zu dem Thema. Das Minigame ist verbuggt. Das ist Fakt. Und wenn irgendjemand was anderes behauptet, hau ich den. wir haben so viel rumprobiert, das ist unglaublich. Wir haben dann am Ende, haben wir die normale Steam-Fassung genommen, die ohne den Deutsch-Patch, also die englische Fassung. Und haben das da nochmal probiert. Ich habe es dann nochmal nachgespielt bis dahin und haben es da probiert. Und da ging das. In der ungepatchten englischen Steam-Version geht das. Und ihr habt bestimmt vielleicht schon bei anderen Let's Playern gesehen, dass die Sam & Max gespielt haben. Und die haben alle immer die englische Version mit dem deutschen Sub gespielt. Wir spielen ja die deutsche Dub-Version, die gepatchte. Und jetzt hier ist der große Unterschied. Diese Flasche, die man da auf dem Kopf ausbalanciert. In der englischen Version rutscht die so richtig langsam. Richtig langsam, so wie ich meinen Finger bewege. Also wenn ich gerade so stehe, rutscht die quasi wie rum? Wie rum? So. Ganz langsam runter. Also du hast richtig Zeit zu reagieren. In der deutsch gepatchten Version, weiß nicht warum, da machst du so und die flackt sofort runter. Da ist irgendwas durch den Patch verändert worden. Und es ist in der deutschen Fassung einfach gar nicht machbar. Also ich habe es wirklich probiert. Wir haben 3 Stunden lang dran gesessen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ich rumgeflucht habe. Wie der Chat rumgeflucht hat. Wie wir rumgesucht haben. Wir haben dann bei anderen YouTubern die Videos angeguckt, wie die es gemacht haben in der englischen Version. Und gesehen, bei denen läuft das langsam. Warum läuft das langsam? Dann habe ich die englische, habe ich das Spiel deinstalliert, neu installiert. Auf Englisch probiert, hab gesehen, das ging dort alles, ne? Das Problem ist jetzt aber, dass die Originalfassung, die auf Steam ist, ne? Die ungepatchte englische Fassung, dass die Save Games davon nicht kompatibel sind mit der deutsch gepatchten Version. Ich habe es versucht, ich habe die Save Games, die haben komischerweise andere Ordner. Die ungepatchte und die gepatchte. Ich habe die Save Games hin und her geschoben, ich habe es probiert. Er sieht den Save Game, wenn man hier laden möchte. Sieht er den Save Game, aber als wie so ein Black Screen. Oder Widescreen, glaube ich sogar. Und wenn du den lädst, dann hängst du in dem Black Screen fest. Also du kannst die Save Games unter den Versionen nicht austauschen. Wir haben dann sogar die GOG-Version probiert. Und da ein Deutsch-Patch draufgehauen. Wir haben so viel gemacht. Wie gesagt, wir haben 3 Stunden lang dran gesessen. Diese 3 Stunden erspare ich euch, die es dann jetzt später auf YouTube schauen, als Folgen. Die werden nicht released, weil es wirklich totaler Sinn, weil es total sinnlos war halt. Und wir standen dann am Ende leider vor dem Debakel oder vor der Entscheidung, spielen wir jetzt einfach auf Englisch weiter, weil da ging es ja, oder brechen wir das jetzt alles ab? Ich habe dann erstmal aus Frustration gesagt, okay, wir brechen jetzt hier erstmal ab. Wir mussten dann letzten Sonntag den Stream beenden. Und dann habe ich noch weiter nach Lösungen gesucht. Hallo, hallo, hallo Leute. Ne? Und ich habe dann tatsächlich eine Idee gehabt in der laufenden Woche. Also heute ist ja jetzt der 25. Ne?
Wir saßen fest am 18. und ich habe dann am 22. in der Woche habe ich eine Idee gehabt. Was ist denn, wenn ich einfach rumcheate? Ja? Achso, ja, wenn jetzt einer sagt, dann lad doch irgendwo ein Safe-Game runter, wo das geschafft war. Ne? Es gibt keine. Wir haben auch mit dem Chat zusammen Safe-Games gesucht. Wir haben nichts gefunden. Wie gesagt, wir haben 3 Stunden lang an Lösungen gearbeitet. Und dann kam mir irgendwann jetzt in der Woche die Lösung. Ich habe Cheat Engine benutzt und habe per Cheat Engine einen Speed Hack aktiviert und damit einfach die Geschwindigkeit des Spieles so drastisch reduziert, dass ich dann in diesem Minigame, wenn der so anfängt sich zu drehen, dass ich dann sofort gegendrücken kann und das Board anpassen kann. Nur das Problem war halt, dass die Flasche sich so schnell bewegt hatte, dass man mit normalen menschlichen Reaktionszeiten einfach nicht mehr hinterherkam. Aber in der englischen Version hat die Flasche sich langsam bewegt. Da war das voll easy. Wie gesagt, ich habe die deutsche Version einfach dann verlangsamt, das Minigame abgeschlossen und gespeichert. Wir stehen jetzt also da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, bei diesem Minigame, aber wir haben es abgeschlossen. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, können wir endlich wieder reinstarten und weitermachen bei Pam & Max. Time and Space, Episode 2, irgendwas mit Osterinsel, nein, keine Ahnung, wie hießen die Dinger, diese komischen Steinköpfe, irgendwie danach ist es glaube ich benannt, ist egal. Bin so froh, dass wir es doch auf Deutsch weiterspielen können. Maui, genau, irgendwas mit Maui-Zeug hieß das. Ist ja egal. Das Wichtige, wie gesagt, ist, wir haben das Spiel abgeschlossen. Das Minigame hier. Und dadurch sind wir jetzt endlich akzeptiert als jemand in der Kellner-Genossenschaft. Sagt man das so? Nicht Genossenschaft. Aber irgendwie sowas. Ne? Wir sind im Kellner-Verband. Und jetzt nimmt der Hopper, dieser kleine Kriminelle, auch Getränke von uns an. Das war ja das Problem. Wir kamen nicht weiter, weil das Baby Hopper, weil das Baby Hopper keine Getränke von uns annehmen wollte. Ne? Das heißt, jetzt können wir endlich am Jungbrunnen das Glas befüllen. Und den kleinen Drecksack davon jagen. So schaut's aus. Ja! Ach, das ist unglaublich. Also wenn ihr das Ding auf Englisch spielt, mit deutschen Subs, dann habt ihr das Problem nicht. Aber an die von euch, die das Spiel mit dem Deutsch-Patch spielen werden und genauso wie ich am Minigame versagen, da kann ich euch nur sagen, ladet euch Cheat Engine runter, aktiviert dort Speed Hack, dreht das Spiel auf 50% oder 25%, was auch immer ihr braucht, um es zu schaffen. Ne? Und dann ist das Minigame machbar. Aber so wie es ist mit dem Deutsch-Patch, einfach eine übelste Tortur. Ich konnte es nicht schaffen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Wenn ihr es trotzdem schafft, dann Halleluja. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ich habe die Reaktionszeiten nicht mehr. Es ist ja auch unfair, dass man diese Reaktionszeiten so krass braucht, weil in der englischen Version war das viel, viel einfacher. Da wirklich, da ist das Glas einfach nur so ganz langsam lang geschlittert. Und in der deutschen Version... Die, die sich noch an den Stream erinnern. Ich will nur bedient werden von einem Mitglied der Kellnerinneninnung. Was? Aber ich hab doch... Ich hab das Minigame noch abgeschlossen. Ich habe das Minigame in der Woche abgeschlossen. Am 22. Habe ich das nicht gespeichert? Natürlich habe ich das doch gespeichert. Das blöde Zauberwasser verdunstet einfach, wenn es zu weit weg vom Brunnen ist. Das ist verdammt unpraktisch. Okay, dann demonstriere ich es jetzt nochmal live. War jetzt eigentlich nicht so geplant, aber dann machen wir das jetzt nochmal. Zeige ich euch nochmal das. Max, schau dir das hier an. Sorry, habe ich das ohne
ohne Getränkestatus. Wir verlieren mal absichtlich kurz. Dann zeige ich euch jetzt nochmal kurz das Problem. Die Sonne hat mich geblendet. Und dann müssen wir es nochmal kurz mit Cheat abschließen. Verstehe ich gerade nicht. Ich habe das eigentlich gespeichert. Naja, das Problem... Max, schau dir das hier an. Habt ihr gesehen, wie schnell das gerade runtergeflutscht ist? Totaler Bullshit. In der englischen Version ist es sogar ganz langsam runtergegangen. Und deshalb machen wir jetzt halt, wie gesagt, einfach mal Cheat Engine auf. Einen Moment. Da wählt man dann das Spiel aus. Also, das Spiel heißt hier einfach Telltale Games. Und da macht man dann Enable Speed Hack. Und ich mache einfach mal 0,25 und Apply. So. Jetzt läuft alles ganz, ganz langsam. Boah, jetzt noch nicht vorbei. So. Und der Ton ist jetzt übrigens auch kaputt. Ich weiß nicht, warum der Ton so komisch ist. Die Sonne hat mich geblendet. Aber wie gesagt, blendet. Wenn ihr das in der deutschen Version schlagen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich genau das machen. Weil du einfach viel schneller reagieren kannst. Siehst du? Eigentlich Bullshit, dass man das machen muss. Aber ich habe da keine andere Wahl. Und selbst verlangsamt ist es gar nicht so einfach, wie man denkt. Weil du siehst, die Flasche fällt fast runter, ne? Rang 6, Mond, 6, Mond, 6, Mond, Hündchen, Mond, Hündchen, Mond, Hündchen, 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 Hündchen. Die Flasche fällt auch so fast runter. Super, geil. So, ich mach die Geschwindigkeit wieder normal. Du bist auf dem Brett abgegangen wie Schmitzkatze. Jetzt mach das mit mir auf deinem Kopf. Nur wenn dir eines der Babys seine Windel ausleiht. Du bist so schreckhaft. Also jetzt müssen wir doch in dieser Kellnerinnengesellschaft sein, oder? Theoretisch, oder? Jetzt haben wir das doch theoretisch geschafft. Wenn es jetzt immer noch nicht geht, dann flippe ich aber aus, ey. Ich hab es dir gesagt, ich will nur bedient werden von einem Mitglied der Kellnerinneninnung. Aber das haben wir doch jetzt geschafft. Ich hab's doch gerade wirklich geschafft. Na, wie war das, Hoffer? Nicht eine Flasche ist runtergefallen. Ach so. Beeindruckend. Man muss es ihm zeigen. Man muss es ihm nochmal zeigen. Du bist aufgenommen. Hast du ein Glück, dass ich großen Durst habe. Ah. Jetzt hol mir was zu trinken. Okay. Danke. Den Geschmack kenne ich. Ich weiß nicht mehr genau woher. Doch, warte. Ich erinnere mich. Tut mir leid, Max. Ich weiß, du hast ihn ins Herz geschlossen. Aber es ist zum Wohle der Insel. Wen eingeschlossen? Ach, der. Ist seine Knarre noch da? Wir haben ihn so jung gemacht, dass er nicht mehr existiert. Aber jetzt können wir endlich weitermachen. Tja, wie gesagt, Leute, das ist wirklich nur ein Problem für die Leute, die den Deutsch-Patch drauf haben. Wenn ihr das auf Englisch spielt, dann könnt ihr das Minigame ganz easy machen. Wir haben das im Stream gemacht,
Es war super easy auf Englisch. Auf Deutsch ist es einfach nicht machbar. Weil die da irgendwas umgestellt haben und da bewegt sich halt die Flasche in einer anderen Geschwindigkeit. Das ist total bekloppt. Also wenn jetzt einer ankommt und sagt, ich habe das ja aber voll einfach geschafft, in der englischen Version, dann braucht er den Mist gar nicht erst schreiben. Wie gesagt, im letzten Stream, da haben wir es in der englischen Version voll easy gemacht. Aber ich wollte nicht auf Englisch weiterspielen. Deutsch! Jemand zu Hause? Wir sind hier, um den Vulkangott zu reparieren. Eindringlinge! Du es wagen, in unser größtes Heiligtum einzudringen! Ihr seid alle in Gefahr. Der Vulkan wird ausbrechen. Mir gefällt nicht, wie sich diese Tentakeln bewegen. Du drohenden Füßen! Du dich vor unserem Anführer verantworten müssen! Du drohenden Füßen? Priester. Glubschi? Mächtiger Kamehameha macht Donuts in zersplittertem Raddampfer. Guck mal, Max. Das ist das Spektralbild von Herrn Flossi. Das ist nur Flossi, unser toter Goldfisch. Blasphemie! Du beleidigen, Hohepriester! Oh, Mächtiger! Was soll Ihre Strafe sein? Dachte, das ist ein Plastikfisch. Hohepriester haben gesprochen. Du werden hingerichtet. Jetzt wartet mal. Was du haben zu was sagen? Was sind das? Seeaffen? Das Seepferdchen, Seeaffe? Ihr könnt uns nicht hinrichten. Wir sind die Freelance Police. Wir sind Wenn berühmt. Ihr uns umbringt, habt ihr Horden wütender Fans und Lizenzgeber am Hals. Ganz zu schweigen vom Tierschutzbund. Wir nicht wollen umbringen. Du sprechen für dich. Aber wir jetzt handeln müssen auf Befehl von Hohepriester. Er, unsere einzige Verbindung zu mächtigen Füßen. Zu mächtigen Füßen? Die einzige Verbindung zu mächtigen Füßen? Ach, da oben sind ja Füße. Lol, da oben hängen ja Füße von der Decke. Sind das die Füße von den Steinköpfen? Von diesen Osterinsel-Steinköpfen, sind das die Füße? Können wir den einen kitzeln und dann niest der oder sowas? Sei vernünftig, Seepferdchen-Affe. Denkt mal nach, was ihr da tut. Ihr seht doch aus wie eine recht vernünftige Gruppe. Was seid ihr überhaupt? Wir sind die Unterfüßler, die Wächter der heiligen Gemächer von Ranakao, dem Vulkangott. Luftatmer nennen uns Ozeanaffen, wir aber Namen nicht mögen. Die Unterfüßler oder auch Ozeanaffen. Okay. Euer Hohepriester ist ein falscher Prophet. Das schwerwiegend Behauptung. Wir deshalb vielleicht nicht mehr befreit von Umsatzsteuer. Was du als Beweis haben? Ich habe ein Filetiermesser und Sushi-Reis. Bringen Sie um! Ich müsste mal wieder Sushi machen. Jetzt, wo das sagt, bin ich mal wieder richtig Bock, Sushi zu machen. Mach das manchmal selbst? Ist ein Riesenaufwand, eine Riesenarbeit. Lohnt sich hinterher, muss ich sagen. Halt geil. Man macht dann auch gleich ein bisschen mehr, ne? Weil man macht dann nicht bloß für eine Person Sushi. Man macht dann gleich eine Riesenpalette voll, sag ich mal. Und da kann man dann zu zweit, zu dritt einmal ordentlich essen und hat dann nochmal Reste fürs Frühstück. Müsste ich mal wieder machen. Vielleicht machen wir das sogar mal in einem Video. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir das in einem Livestream machen. Und ich schneide dann zu einem Video zu. Aber das wäre doch auch mal was, oder? Futtern mit Dös? Live Sushi machen? Könnte man eigentlich mal. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Wir wissen, dass der Betrüger lügt. Denn Max ist der wahre Hohepriester. Ja. Füße erhaben. Vielleicht Barfußhund. Sagen Wahrheit. Hören. Wir seien alte Zivilisation. Wir anbeten große Füße, die zu uns sprechen durch Hohepriester Geisterfisch. Wir nicht glauben jeden Quatsch. Wenn Weißer mit Mund wirklich Hohepriester sein, er es beweisen mit Erfüllung von alten Prophezeiungen.
Ich wette, es sind deren drei. Erkennen unsere alten Traditionen. Es sind immer drei Aufgaben. Der Erwählte. Die es sind immer drei sagen, Aufgaben. Das Außenstehende gesalbt wird von Füßen. Die Füße ihn werden erkennen. Und er wird großes Wunder vollbringen, um sein Volk zu ernähren. Aus Wasser er wunderbare Leckerei machen. Und die Insel selbst zeigen uns das Gesicht von echtem Hohepriester. Hier erscheinen vor unseren Augen im lebendigen Stein. Wir brauchen also ein Abbild von Max in einem Stein. Wir sollen was zu essen erschaffen. Und was war das? Gesalbt? Von Füßen gesalbt? Ich stell mir gerade vor, wie so ein richtig... wie so ein paar verschwitzte Füße, weißt du, so einem übers Gesicht fahren und dann so durch die Haare und einem so streicheln und sagen, ja, du bist nun gesalbt von meinem Schweiß des Fußes. Erklärt mal, was das bedeuten soll, dieses gesalbt von den Füßen. Die großen Füße sprechen zu uns durch den Hohepriester. Außenstehender sich stellen unter große Füße. Wenn sich bewegen, das heißen, sie ihn anerkennen. Also Max soll sich wahrscheinlich hier einfach drunter stellen, irgendwohin. Und wir gehen hoch und machen vielleicht irgendeinen von diesen Köpfen irgendwie wütend oder bringen ihn zum Tanzen. War das nicht so, dass wir den... Da war doch einer von denen, der nie so richtig lachen wollte. Vielleicht, wenn wir denen einen ordentlichen Witz erzählen, dass der einfach mal sich, weiß ich, nicht mehr einkriegt und dann halt auch mit den Füßen ausschlägt oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Mal schauen. Dein Volk ernähren. Ja, einfach was zum Fressen hier reinschmuggeln, oder? Was für ein Wunder erwartet ihr denn? Prophezeiung sagen, hohe Priester wird uns alle ernähren durch Verwandlung von Wasser zu Baneng. Baneng! Baneng! Baneng? Ist herrliches Getränk mit Bananengeschmack und wichtigen Vitaminen und Mineralien. Niacin! Riboflavin! Baneng steht beim Bosco im... wie heißt das, sein Laden? Der Null-Service-Kiosk, genau. Baneng steht beim Bosco rum. Weiß nicht, wie wir das von ihm bekommen sollen, weil er ja eigentlich kein Laden mehr ist und nichts mehr verkauft. Das wird wahrscheinlich problematisch. Wie sollen wir ihm was abkaufen, wenn er nichts mehr verkauft? Okay. Und das echte Gesicht? Was soll das heißen? Die Insel zeigt sein echtes Gesicht. Prophezeiung sagen, Bild von echtem Hohepriester wird vor unseren Augen erscheinen in Höhle. Das Beweis dafür, dass unser Hohepriester der Welt ist. Gucken hier! Aha. Wir sollen einfach nur einen Hasen ins Stein meißeln. Ihr meint dieses Bildnis von Max da? Was? Du verrückt! Das nicht aussehen wie Max! Max haben zwei Ohren. Das soll nur Muscheln. Felsen daneben aber genauso aussehen wie Hohepriester. Das Wunder! Wir müssen also noch irgendwas finden, was aussieht wie ein Ohr von Max. Okay, gut. Kurz gesagt, das trifft alles auf Max zu. Wir glauben, wenn wir sehen. Wir faire Leute. Wir geben Zeit bis Sonnenuntergang. Ihr beweisen, Weißer ist Hohepriester, wir euch nicht umbringen. Ja, okay. Wir dürfen noch Fragen stellen. Na dann immer her damit. Super, erst Füße. Da gibt's bestimmt genug Fetischseiten im Internet, oder? Wo Leute Geld verdienen können mit Fußbildern. Habe ich das richtig verstanden? Ihr verehrt Füße? Ja, die großen Füße, die immer über uns hängen. Das Schicksal der Welt steht in ihren Zehen geschrieben. Erste Zeh gehen in die Welt zu bringen Essen seinem Volk, während zweiter immer aufpasst auf sein Volk. Einer gehen zum Markt,
Einer bleiben zu Hause. Dritte lehren uns zu schätzen, Großzügigkeit der Natur, während vierte uns lehren Reinheit des Fastens. Einer haben Roastbeef, einer haben nichts. Und wenn das Ende kommt, der fünfte Zeh kehrt wieder, um zu führen sein Volk zurück ins Paradies. Ins Paradies! Versteht ihr das? Kennt ihr das? Oh Gott, ich weiß nicht genau, wie der Reim geht, aber... Oder wie das geht, warte mal. Dieser... kleine C... Nee, wie geht denn das? Dieser... C bleibt zu Hause. Dieser C geht zum Markt. Kennt ihr das Ding? Fingerspiele für Babys und Kleinkinder, genau, das da. Aber wie genau geht der Spruch? Wie geht der Spruch mit den Zehen? Die Feisten? Nee. Wie geht denn das? Kennst du das nicht? Das machen Mütter mit Babys seit Jahrhunderten. Die nehmen einen Finger und einen Zeh. Dieser kleine Zeh bleibt zu Hause. Dieser kleine Zeh geht zum Markt. Und dieser kleine Zeh... Und dann machen die... Geht das halt alles durch und am Ende kitzeln sie dann nochmal die Füße und alle lachen sie. Geht denn der Mist? Oder hier mit den Pflaumen, genau. Gibt's auch für die Finger. Das ist der Daumen. Der schüttelt die Pflaumen. Der hebt sie auf. Der trägt sie nach Haus. Und der kleine Schelm isst sie alle auf. Und der kleine Finger wird nicht angetippt, sondern sanft im Takt von alle geschüttelt. Achso, also so rum. Das ist der Daumen. Der schüttelt die Pflaumen. Der hebt sie auf. Der trägt sie nach Haus. Und der kleine Schelm isst sie alle auf. Und das kannst du natürlich auch mit Zehen machen. Und dann kitzelst du am Ende noch die Füße. Da gibt es doch tausend Sprüche davon. Für Füße, für Hände. Geht denn das? This little toe go went to the market. Genau. Das ist die englische Version. This little piggy went to the market. This little piggy stayed home. Also. Das macht man jetzt am Fuß, ne? Am Fuß. Also, ne? Am großen Zeh fängt man an. Dieses kleine Schweinchen ist zum Markt gegangen. Dieses kleine Schweinchen ist zu Hause geblieben. Dieses kleine Schweinchen hatte Roast Beef. Das Roast Beef wurde auch erwähnt von den Seeaffen. Dieses kleine Schweinchen hatte nichts. Und dieses kleine Schweinchen schrie. Die haben quasi einfach genau das. Dieses Spiel haben die gerade jetzt nacherzählt. Kennt ihr das nicht? Ne? Also das gibt's mit Daumen, das gibt's mit Zehen. Also, gibt's mit Fingern, das gibt's mit Zehen. Ne? Ist halt, weiß ich nicht, uraltes. Verehre mich! Ich habe Füße! Und dann benennen deine Kinder nach mir. Also, ich will nicht angeben, aber Füße habe ich, wie ihr seht. Sehen wir. Einziger Grund, warum wir dich noch nicht umgebracht. Vielleicht Barfußhund ist Auserwählter. Nein, er weilt unter ihnen, aber zu ihnen gehört er nicht. Seine Füße sind unvollständig. Oh Gott, Sam, Sie haben recht, du hast nur drei Zehen. Das ist ja widerlich. Ich kann nicht glauben, dass ich das nicht schon früher bemerkt habe. Was? Du siehst nicht aus wie in der Werbung? Was für eine Werbung? Wie kann es sein, dass ihr in Wirklichkeit nie so gut ausseht wie in der Werbung? Unser Nachwuchs, sehr zart, braucht perfekte Bedingungen zum Wachsen. Ah, Sea Monkeys. Ja. Wir nur vollständig auswachsen, wenn großgezogen von Kindern, die wirklich geliebt von Eltern. Kennt ihr Sea Monkeys? Das sind so kleine Krebstierchen, die man eigentlich benutzt, um Fische zu füttern. Gab's aber früher mal, ist der Geier, wann das war, vor Ewigkeiten, vor etlichen Jahrzehnten, gab's halt immer diesen Marketing-Gag, gibt's bestimmt immer noch, dass man sich im heimlichen Aquarium eine eigene Zivilisation aufbauen kann. Mit den Sea Monkeys. Mit den Meeresaffen.
sind einfach nur so Urkrebse, so kleine Krebschen, die man sich halt reinschmeißt ins Wasser. Das sind Eier davon, die schlüpfen dann und dann hat man so kleine Krebstierchen. Und die werden aber von Fischen sofort aufgefressen. Ne? Aber gab's bei Simpsons gab es mal eine ganze Folge davon. Ich glaube sogar bei Futurama und bei vielen anderen Sachen. Sea Monkeys, Simpsons machen wir mal zum Beispiel. Und da haben die, gab es so eine, oder bei South Park gab es auch mal so eine Folge darüber, hier Cartman, Statue, ne? Wo die halt in der Werbung sagen, du kannst deine Zivilisation aufziehen, aber in Wirklichkeit sind es dann nur so kleine, hier, Krebstierchen, solche Dinger sind das. Ne? Damit verarscht man kleine Kinder, damit sie so ein kleines Paket kaufen für einen Euro oder so, oder für einen Dollar. Aber eigentlich kannst du die zum Fischefüttern benutzen. Und das sind die Sea Monkeys. Halt, bevor du reden, wir haben Frage. Wie ihr Luftatmer können hier unten überleben? Ich habe vorausgeplant und mit Luftpolsterfolie und Strohhalmen meine Krawatte in ein schickes und kaum wahrnehmbares Tauchgerät verwandelt. Und ich bin amphibisch. In der Schule wurde ich deswegen zwar oft gehänselt, aber jetzt ist es doch ziemlich nützlich. Ach, Max ist amphibisch? Der ist alles. Max ist einfach unkaputtbar. Die Füße werden jetzt Max salben. Nee, noch nicht. Ich weiß noch nicht genau wie. Bis später. Wir kommen wieder. Nicht vergessen, Tod bei Sonnenuntergang kommt nicht zu spät. Kommt nicht zu spät zu eurem eigenen Tod. Okay. Ach, guck mal, wir haben ja einen Gong. Da können wir bestimmt irgendwas von oben noch hier runterschicken. Ist doch schon mal gut. Stalaktik. Was ist denn ein Stalaktik? Ah, das ist das Ohr. Okay. Okay. Das Ohr müssen wir hier hinklatschen. Aber hier, ne, erstmal. Stalaktik. Das heißt doch eigentlich Stalagmit und Stalaktit. Tit, nicht Tik. Ich weiß nicht, ob die hier irgendwas mit Tiki machen wollten oder so. Weil ich habe mir wurde das so damals in der Schule beigebracht, ne? Ein Stalagmit geht nach oben und ein Stalaktit hängt nach unten. Genauso wie die Titis. Die hängen auch nach unten. Ohne Witz! Ohne Witz, das hat mir so ein Lehrer beigebracht. Ne? Stalagmiten sind die, die nach oben gehen und Stalaktiten sind die, die nach unten hängen. Einfach an Titis denken und dann hast du es dir gemerkt. Hab ich so gelernt in der Schule. Es tut mir leid.